Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es vorstellen soll oder nicht, weil ich mittlerweile so verwöhnt bin von den Blutungsbilds, aber ich dachte mir, es muss ja nicht immer alles Blutung sein in dem Game und deswegen gibt es heute <laughs> Katar. Ja, Katar gibt es heute mit der Asche Mutter Königsritter. Es hat einen Vorteil, ihr müsst nicht eine Million Buffs drauf machen und ist trotzdem sehr, sehr stark. Ich habe trotzdem dabei, Flamme gibt mir Kraft und goldener Schwur. Einfach, falls mal ein starker Gegner da ist, kann man das schnell casten. Vor einem Boss oder so gibt noch nochmal einen kleinen Boost. Aber weil ich, ich wollte euch mal zeigen, wie viel Schaden das macht. Also, wir machen. Ich mache mal nur die zwei Boosts hier drauf. Dann das Katar ist zum Glück immer 2 in 1. Dann Mut der Königsritter. Und dann macht das 4000. Okay? 4000. Verglichen mit einem Blutungsbild ist das jetzt nicht so krass, aber. Obwohl, doch, es ist eigentlich krass. Mit einem Sprungangriff 4000. Wir gehen nochmal zu meiner Standard-Route. Unterirdische Straße. Ich zeige euch ja gleich, welche Talismane und so ihr braucht. Ich finde das aber spannend, weil. Hat gar keine Range und Katar ist auch nicht so geil, aber. Ich mache hier nochmal. Ich mach das jetzt nochmal hier bei meinem Standardgegner. So. Goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Dann nimmt die Waffe beidhändig und macht Mut der Königsritter. Und dann Sprungangriff. Wenn ich nicht die falsche äh, äh, Taste gedrückt hätte. Oh, 2,7. Machen wir gleich noch mal. Das war Kacke. Ich habe einfach äh, den falschen Knopf gedrückt. Ups. Ich mache sogar mal ohne Goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Ich mache wirklich nur rein Mut der Königsritter. Es geht auch schnell. Dann renne ich zu dem. Sprungangriff. 2500. Ich hatte mal gezeigt, diesen ähm, Löwenkrallenangriff. Der hat ja 1800 gemacht. Ist nochmal ein Unterschied, ne? Ja, ist schon ganz geil. Moin, Skoppel, grüße ich. Ja, also 4K ohne Blutung mit einem Angriff, das ist schon stark. Gehen wir mal kurz hier unten, da kann man es schön sehen. Weil der Gegner schön still ist und mit dem Rücken zu uns. Und vorher zeige ich mal, was ich ausgerüstet habe. Also, klar, das Katar auf Wertig, dann hat er Stärke und Geschicklichkeit B. Und eine Angriffskraft von 545. Wenn ihr Stärke und Geschicklichkeit auf 80 habt, dann kriegt ihr sogar fast 600 irgendwas. Und ähm, dazu die Raubvogelfedern, die machen den Sprungangriff höher. Blau tänzer talisman macht einen Angriff hoch, wenn ihr wenig Gewicht habt. Ritualschwert-Talisman erhöht Angriff bei maximalen LP. Klauen-Talisman erhöht Sprungangriff. Und speer talisman erhöht ähm, Konterangriffe. Danke für den Lurk Knecht. Und was man jetzt macht. Also man kann natürlich Buffs draufhauen. Ne? Wie zum Beispiel hier besseres Fleisch kann man machen. Hat man mehr Angriff. Und... Oder halt Mut der Königsritter. ist beides gut. Und dann machst du mal eben 3400. Ohne Flamme gibt mir Kraft. Ohne goldener Schwur. Jetzt bin ich hier schon NG plus 5. Aber ich glaube... Was war das denn? Aber ich glaube, also, wo das Katar, wo ich weiß gerade nicht auswendig, wo es das gibt. Aber wenn du ein wertiges Katar hast, mit diesen, mit diesen Buffs und dann mal eben 4000 raus, raus das ist doch das ist doch brutal, oder? Mach ich das nur? Das ist doch brutal. Nochmal. <laughs> ja, 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 ja. Das schon, das gefällt mir. Und ist mal eine Alternative zu diesem ganzen Blutungsbild, ne? Das Geile bei Katar ist auch, du hast immer, ähm, also du musst nicht beide in beide Hände nehmen. Du hast immer ein Doppel. Du kannst es immer power Stancen. Und du machst immer zwei Angriffe auf einmal. Ist schon ganz geil. Er also ist echt stark, ne? Stark und übel schnell, braucht keine Kondition, hat halt keine Range, ne? Das ist ein äh, bisschen Abfuck aber sonst übel. Wir machen es gleich noch mal. Zack. Ist auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Mal ah, 3000 mal weniger. Aber wenn die Buffs dann reinknallen, ist schon nice. Ja. Das war schon. Das wollte ich auf jeden Fall einmal vorstellen. Und dann gerne das Video liken, kommentieren, nicht vergessen und abonnieren. Haut rein.